Sehr kabbelig. Naja, eigentlich versteckt kabbelig. Oh, nee, der war noch richtig, ne? Der und der eigentlich auch. Nur der hier war nicht so gut. Genau. Das kann man hier so auch hoch und dann darüber. Na, ist so ein schöner Gang. Und dann machen wir hier mal noch ein Fäckelchen drüber jeweils. Und hier können wir auch noch eins in die Ecke klatschen. Ja. Passt doch, passt doch. Passt doch fast. Jo. Dann kann man hier so durchlatschen. Dann kommen hier so mit dem leichten Drehwurm kommen wir unten an. Was okay ist. So, damit das hier nicht so andersartig wirkt, machen wir das hier so. Ja, der da ist auch getauscht. Ach, ich mache die ganze Ecke hier aus Kabel. Ist jetzt nicht das Sinnvollste, was ich jemals getan habe, aber ist okay. Geht es jetzt noch ein bisschen weiter, der Kabel? Naja, gut. Kabel war das hier noch rüber. Ja, den hier brauchen wir den definitiv nicht. Wir könnten hier noch sowas machen. Nee, das können wir nicht machen. Naja, einfach einen sinnlosen Pfeiler hin, ne? Ah, mit der Decke bin ich jetzt unzufrieden. Müsste ich die ganze Decke dann aus Kabel machen. Mal, machen wir mal. Mal sehen, wie es wirkt. Auf jeden Fall wieder gleichfarbig, gleichfarbig. Ich müsste Mossstone oder sowas holen, um dann noch ein bisschen Varianz reinzubringen. Also Varianz, haha, Variation. Wäre schon irgendwie vom Vorteil, aber... So ganz sicher bin ich mir noch nicht, was das angeht. Und wenn müsste man... Also man könnte jetzt hier oben auch irgendwie so einen Zweierrahmen macht. Könnte man das hier wieder rausholen? Dann könnte man hier so Stein machen. Machen und dann könnte man sowas machen. Ist jetzt nicht besonders sinnvoll, aber sieht aus wie ein Kreuz an der Decke. Das könnte man, wenn man da drin jetzt noch passive Beleuchtung, dann haut man die raus. Das ist ja dunkel. So. Jo. Müsste man da rein, da rein, da rein, da rein und da rein. Jo. Nice. Das sieht doch echt mal schnieke aus. Das sieht echt gut aus. Ach, mir fällt gerade ein, da gab es noch einen Kommentar, auf den ich hätte eingehen können jetzt gerade. Aber leider versäumt es zu notieren. Von daher tut es mir leid, Froh. Ich werde dir nicht antworten, aber ich habe es gelesen. Spüre ich hoch und heilig. So, ich. Kommt man hier so rein? Na, das sieht doch gut aus. Und ich kabbel hier alles, ey. Ich weiß noch nicht. Hier geht es dann so über, so fast kabelig und dann hier sehr steinig. Und dann kann man hier auch so hochlatschen, das geht auch schon gut.
hier so hoch. Das könnte mir jetzt hier auch noch besser, aber pff, also ehrlich. Pff. Gut, gucken wir uns die Sache mal von draußen an. Das war ja auch noch eine Variante. Da müssen wir nämlich jetzt Erde klatschen, glaube ich, damit es vernünftig aussieht. Ah, genau hier haben wir nämlich schon so zwei, drei Stellen, wo wir so ein bisschen Erde durchaus gebrauchen könnten. Es muss ja nicht komplett... Nee, das kann ruhig so bleiben. Muss ja nicht komplett monsterfrei sein, oder? Muss es das? Weiß ich nicht. Ist jetzt hier natürlich die potenzielle Gefahr eines Monsterübergriffes ist gegeben. Könnte ich hier noch... Könnte Eisen reinhauen hier. Genau hier an die Stelle, aber sieht es like hier aus. Ah, hier dampft es ein bisschen raus. Ui! Naja, so sprunghaft spontan war das gar nicht geplant. Gucken wir hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal. Gucken wir hier nochmal kurz Erde reintun. Und gleich fällt mir wieder der nächste Creeper auf den Kopf. Während ich hier in das Loch der letzten drei Creeper-Angriffe noch zuflicke. So. Sowas aber auch. Uns erstmal in die Koje. Na komm, hau dich. Hau dich, hau dich, hau dich. Die Creeper könnten immer noch da sein. Dramatische Musik. Drama. 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 Genau. So. Nachdem ich mit einzigartigen Gerade-Moves diese Erde hier untergebracht habe, diesen Stein noch entfernt habe, ja. Zack. Zach, Sach, Sach schmal, Zach. Die kann da raus, dann kommt der da rein. Das hier kann eigentlich weg. Ups, das kann weg. Das braucht keiner mehr. Das kann auch weg. Oh, da schwimmt ein Schaf. Jetzt geht's hier weiter. Ah. Ja, gut. Warte mal, ich mach das anders. Ich mach das anders. Ich mach das so. So. Sieht man das nur noch von unten aus? Auch okay. So. Haben wir hier so eine schöne Diagonale. Und die runden wir ab mit solchen Dingern. So, so, so. Und jetzt ist die spannende Frage, wie rum muss ich das daran setzen, damit es diesen Effekt gibt? So, ja. So, 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 so. Genau. Haben wir hier nämlich so eine schöne Brüstung, da kann man nicht dran vorbei. Aber auf der anderen Seite kann man das. Machen wir das jetzt mal ein bisschen größer hier. Also ein bisschen, wirklich nur ein bisschen. Auf jeden Fall.
So, und dann geht's nämlich hier runter. Ich mit dir, du Erde. So. Ja, hier. Scheiße. Stapelte. So, bla. Die dritte Tis. Ach, naja, gut. Gut. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Nur ein bisschen. Muss ich eigentlich auch was zahlen, wenn ich solche Sprüche verhaue? Das habe ich immer noch nicht so ganz durchblickt. Was ist da? Ah, gut. Da können wir einfach Erde reinhauen. Jetzt hier die Treppe so versenken in der Erde. Sieht ja auch vernünftig aus. Und hier vorne könnten wir einfach hier so ein Ding draufstellen. So, so. Dann machen wir das nämlich so. Und dann machen wir das von da, da oben. Kommen wir ran. So. Nee, so machen wir das nicht. Das sieht ganz schön, also ganz schön hier, also, ne? So. Wenn wir das so jetzt machen, dann so. Ach, dann schwebt das da so. Hm, das ist auch scheiße. Schwebende. Warum verbindet sich das denn nicht? Verdammte Kacke. Mäusekacke. Tschüss, Treppe. Hm. Nur mit einem vollen Block würde es sich verbinden. Probieren wir mal, wie Holz aussieht. Also Holz würde... Also schönen Kontrast. So. Holz würde... Ach nee, damit löst er sich vom unteren komplett. Nee, tut er nicht. Weil dann sieht das hier wieder interessant aus, vielleicht.